Sie haben sich das ganze Jahr über darauf gefreut und schon bei Zeiten den Lieblingsschlafanzug und das Lieblingsnachthemd bereitgelegt. Die Lispenhäuser feierten zum Abschluss der Kirmes ihren legendären Dappchenball. Und wenn die Lispenhäuser erstmal die Schlafbekleidung angelegt haben und so zum Festzelt marschiert sind, dann herrscht hier der Ausnahmezustand. Im Pyjama ist die Stimmung einfach besser als in normaler Alltagsbekleidung. Und dass die Mitglieder der Band Robbies aus Mahlsfeld ebenfalls stilecht in Schlafbekleidung auftraten, tat ihr Übriges. Das Besondere am Dappchenball ist, dass die Jugend und die Älteren hier Seite an Seite feiern. Der Dappchenball gehört allen Generationen. Worauf genau der Brauch zurückgeht, ist nicht bekannt, aber Ortsvorsteher Manfred Knoch verrät, dass Lispenhausen den Brauch vor vielen Jahren von Weiterode übernommen hat. Nur was die Fußbekleidung angeht, hielt sich die Partygemeinde nicht ganz streng an die Regeln. Dappchen sind Hausschuhe, aber die hatten heute Abend Seltenheitswert.